Allzeit, neues Spiel, neues Let's Play. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich mich für StarCraft inklusive dem Add-on, da ist es, Brood War entschieden. Zu StarCraft kann ich jetzt Folgendes sagen. StarCraft ist ein Echtzeit-Strategiespiel aus dem Jahr 1998, wobei das Add-on Brood War ist dann so knapp 9 Monate später erschienen. Ich glaube, März kam das Hauptspiel und im Dezember kam das Add-on Brood War dazu. Basierend selbst ist das Spiel auf einer verbesserten Warcraft 2 Grafik. Also wer schon mal Warcraft 2 gespielt hat und das sieht den gravierenden Unterschied an der Grafik. Das Add-on selbst, Brood War, knüpft an die Hauptstory an. Gespielt wird episodenweise. Angefangen wird mit Episode 1, den Terranern. Das ist so eine, das sind so eine menschenähnliche Rasse, so wie wir sie sind. Das sollen wir wahrscheinlich darstellen in irgendeiner fernen Zukunft. Dann geht es weiter mit Episode 2. Das ist die Alienrasse Zerg. Die könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn ihr mal die Alien-Filme gesehen habt. So habe ich die immer verglichen damals. Ja, und so ähnlich sehen die auch aus. Dann geht es weiter mit Episode 3. In Episode 3 spielen wir dann die Protoss. Die Protoss sind so eine etwas höher entwickelte Alienrasse. Dann, wie gesagt, das Add-on knüpft ja an die Hauptstory an. Dann geht es nämlich gleich mit Episode 4 mit dem Protoss gleich weiter. Dann in Episode 5 spielen wir wieder die Terraner. Und zum Abschluss sind dann wieder die Zerg in Episode 6 dran. Ja, im Übrigen durch Popularität des Spiels, weil das Spiel wird ja heute immer noch gerne gespielt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn der aktuellste Patch? Ich glaube 1.4 oder sowas. Weiß jetzt nicht mehr, muss ich nochmal kurz auf der Blizzard Homepage gucken, weil ich habe auch, glaube ich, den aktuellsten Patch noch gar nicht drauf. Aber trotzdem habe ich es zum Laufen gekriegt unter Windows 7. Aber da ich ja bei meinem PC eine XP-Partition noch auf eine separate Festplatte habe, spiele ich das eher auf XP, weil da läuft es für mich irgendwie am besten. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal zeigen, wie ihr das auf Windows 7 gescheit zum Laufen kriegt. Sofern ihr das möchtet, liegt an euch. Schreibt es dann mal in die Kommentare, dann mache ich da ein kleines Infovideo. Andernfalls, was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Das ist, bis 2010 oder 2012. Ich glaube, die Patcherei ist mittlerweile eingestellt von dem Spiel wegen StarCraft 2. Aber dennoch, es läuft auf heutigen Betriebssystemen immer noch. Auf Windows 8 habe ich es noch nicht getestet, aber auf Windows 7 funktioniert es immer noch. So, aber aufgrund der Popularität und so, es gibt ja auch schon diverse Ligen, das will ich jetzt auch nochmal kurz nebenbei erwähnen, also Brood War Meisterschaften, könnt ihr alles mal im Internet nachgucken. Ich war auch sehr überrascht, dass es da sowas gibt. Es gibt sogar E-Sport-Turniere zu StarCraft Brood War. Also, das Spiel ist schon sehr populär. Und bin mal gespannt, wie der zweite Teil wird, weil ich selbst habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe zwar schon ein, zwei Let's Plays dazu gesehen, aber ne, selber gespielt habe ich es noch nicht. Mal sehen, wie das ist. Ob die lange Wartezeit sich gelohnt hat. Gut, ansonsten erschienen ist das Spiel im Übrigen für Windows und Mac. Und es gab auch noch eine Nintendo 64 Version, was die jetzt bei uns in Europa... Die Nintendo 64 Version hat es bei uns nach Europa nie wirklich geschafft, weil aufgrund der Leistung, was das Nintendo 64 zur damaligen Zeit gebracht hat, mussten diverse Kürzungen, das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr die Zwischensequenzen euch anguckt, ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert, weil die Zwischensequenzen sind stark gekürzt von StarCraft für die Nintendo 64 Version, aber was gut ist, wenn ihr euch die 64 Version gekauft hättet, wäre Brood War mit dabei gewesen im Hauptspiel. Und aber ich bin eh mehr der PC-Spieler, also ich
wollte es nochmal erwähnt haben. Und was ich mir auch eventuell wünschen würde, sollte es wirklich so sein, weil auch viele Spielehersteller stellen jetzt auch ihre Spiele für Linux bereit. Und das finde ich auch gut, dass es vielleicht auch mal irgendwie ein Update oder irgendwie ein Patch oder irgendwie sowas gibt, dass man StarCraft auch auf Linux-Betriebssysteme spielen könnte. Das würde ich mir wünschen. Andernfalls habe ich jetzt, denke ich mal, soweit alles gesagt. Storytechnisch werdet ihr im Spiel sehen. Ich will da jetzt nicht so viel verraten. Außer, dass ich jetzt euch noch sage, die Terraner-Kampagne habe ich bis jetzt schon mal fertig gespielt. Ich bin jetzt gerade bei den Zerg dabei. Wie ich das mit der Playlist mache, ich denke, ich werde alle Episoden in eine Playlist setzen, inklusive Brood War. Also für die Terraner-Kampagne habe ich so circa so 20 Parts gebraucht. Deshalb, ich will auch meinen YouTube-Kanal nicht mit für ein und dasselbe Spiel mit 6 verschiedenen Playlists zu bomben. Deshalb werde ich das alles in eine reinsetzen. Aber angrund der Thumbnails werdet ihr zum Beispiel sehen, aha, StarCraft, Terraner. Das werde ich irgendwie mal euch ein bisschen kenntlich machen. Was Zerg, wann die Zerg anfangen, wann die Protoss anfangen, wann Brood War anfängt und so weiter. Also das werde ich euch schon anhand von den Thumbnails zeigen. Das kann ich ja mittlerweile machen. Da ist ja YouTube so freundlich und kommt uns da ein bisschen entgegen, uns Nicht-YouTube-Partnern. In dem Fall, falls einer von YouTube zuguckt, Dankeschön. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ich kann auch den ein oder anderen Nostalgiker, der dieses Spiel auch geliebt hat, ein bisschen begeistern. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann gleich im Spiel. Bis dahin, adios. Was gibt's für mich da draußen, Joey Ray? Ich glaube, wir haben die Terran gefunden. Aber irgendwas verstehe ich nicht. Da draußen treibt eine verdammte Ladung Summe herum. Ja! Diesmal sind wir aber echt im Dreck gelandet. Erklär mir mal, wie wir das alles nach Hause schaffen sollen. Ausgeschert und bewege mich auf die Reste des Raumschiffs zu. Verdammt, Jim. Die Kamera ist schon wieder ausgefallen. Ja, aber du brauchst nicht gleich zu meckern. Ich meckere auch nicht, verdammt nochmal. Ich stecke ja draußen in der Scheiße, während du... Hey, ihr verdammtes Vollidioten! Hört auf mit dem dämlichen Gequatsche! Haltet den Kanal frei! Lasst den Mist und hört mir endlich zu! Moment, die Kamera läuft wieder. Oh mein Gott, Jim! Handelt von oben! Genau hinter dem Raumschiff! Genau hinter dir, Jim! StarCraft. Yeah. So. Naja, gut. Epischer Intro, sage ich dazu nur. Gut.
StarCraft habe ich ja, glaube ich, eigentlich schon was in der Vorstellung gesagt. Ich habe hier die Version 1.15.2. Ich weiß nicht, ob das die aktuelle ist. Ich kann hier meinen Kampagnen-Editor machen, Multiplayer-Modus. Also das, was eigentlich im Übrigen auch geht, Singleplayer. Wir machen das Original. Basti habe ich schon mal kurz angefangen. Ich habe auch noch nichts gemacht irgendwie mit der Kampagne. Zerg können wir noch nicht machen, weil die Terraner-Kampagne noch nicht abgeschlossen ist. Protoss genauso. Das heißt, wir müssen erst mit den Terranern anfangen. Das machen wir auch. Terraner-Kampagne Rebellion. In 10 Jahren seit dem Ende der Gildenkriege behauptet die mit harter Hand regierende Terranische Konföderation unangefochten ihre Macht im kolonisierten Weltraum. All dies änderte sich jedoch schlagartig vor 4 Tagen, als eine riesige Alienflotte aus dem Warpraum kam und Tod und Verwüstung über die völlig unvorbereitete Konföderierte. Bach. Die Konföderation befürchtet nun, dass das nächste Ziel der Invasionsflotte der Kolonie Marsara sein könnte und hat sie losgeschickt, dies zu verhindern. Als amtierender Magistrat müssen sie die Kolonisten beschützen und dafür sorgen, dass die Panik nicht noch höhere irgendwas. Ah, das geht so schnell, Kasernenhof. Marsara, Magistrat. Das Material für die von Ihnen gewünschte Vorführung ist bereit und kann jederzeit betrachtet werden. Dann zeig mal her. Um die Demonstration zu beginnen, wählen Sie einfach Start an. Sie überspringen die Demonstration, indem Sie Überspringen anwählen. Ah ja. Alles klar. Gut. Also wir bauen 3 Versorgungsdepots, bauen eine Raffinerie und halt mal die Fresse und sammeln sie 100 Vespin-Gas. Alles klar, machen wir mal schnell das Tutorial, StarCraft-Tipps, nächster Tipp. Das T-280 WBF ist das wichtigste Element bei allen Bau- und Sammeloperationen in feindlicher Umgebung. Alles roger. Um eine blühende Kolonie zu errichten, und auch benötigen das Sie mehrere WBFs. Zusätzliche WBFs können Sie in der Kommandozentrale bauen lassen. Ach was, echt? Ja, und zum Thema WBF, das sind meistens die, die zuerst krepieren. Zumindest bei mir ist das immer so. Also, dann machen wir mal ein paar WBFs. Mineralien haben wir noch. Ja. Jetzt brauche ich erstmal wieder. Melde mich zum Dienst. Ja, du komm mal her, genau. Machen wir mal ein Versorgungsdepot. Können wir noch nicht bauen. Braucht 100 Mineralien. Das ist an dem einen kleinen Kasper hier. Der jetzt hier mal so schön abbaut. Aha. Panzerung, Schuss, nix. Oh, noch 10 Mineralien. Das gibt's nicht. Hopp, machen wir schneller, du kleiner Kasper. Immer diese lahmarschigen WBFs hier. Ich hätte normalerweise jetzt auch noch den einen noch nehmen können, dann wäre es schneller gegangen, aber warum auch? 98. Ja komm, die zwei hätte es noch tragen können. Um zusätzliches Personal auszurüsten, müssen Sie über genügend Versorgungsdepots zur Unterstützung dieses Personals verfügen. Sie können WBFs zusätzliche Versorgungsdepots zu errichten. Ja, das ist mir schon klar. Wähle ein WBF an, klicken Sie auf den Button Gebäude bauen, klicken Sie auf Button Versorgungsdepot bauen. Sind wir schon dabei? Guckst du? Geht sogar relativ ratzfatz. Schön. Wenn Sie eine Übertragung erhalten haben, können Sie die Leertaste dazu benutzen, Übertragungsquelle in die Mitte zu holen. Aha. Gut. Jetzt bastelt der da jetzt an seinem an seinem Mineraliendoktor weiter. Das ist gut. Jetzt brauchen wir noch einen. 100 Mineralien für die Raffinerie. Gut. Ja, normalerweise könnte ich den einen jetzt da noch nehmen, aber da das ja noch das Tutorial ist, lasse ich das nochmal sein. Irgendwo hier auf der Karte, weiß ich noch, rennen noch ein paar kleine Zerglinge rum, die wir angreifen können, aber das lasse ich jetzt mal bleiben. Nur mal so, dass ich noch mal ein bisschen reinkomme. Im Übrigen, ja. Bauen Sie 3 Versorgungsdepots, Raffinerie, 100 Vespin-Gas. Gut, also brauchen wir noch die
brauchen wir jetzt noch 100 Mineralien, dass man dort die Dingensbummens machen kann. Oh, und ein Versorgungsdepot brauchen wir ja noch. Hätte ich jetzt beinahe vergessen zu lesen. Oh, jetzt bellt mein Hund wieder. Du. Was ist denn jetzt schon wieder? Kleinen Moment. Da ist wer an der Tür. Entschuldigung, musste hier mal kurz unterbrechen. Ja. Ja. Jetzt bauen wir da die Vespin-Raffinerie. Ja, ich habe gerade ein Paket von Hermes gekriegt. Mal sehen, was da drin ist. Aber erstmal mache ich jetzt hier den Part fertig. Das steigert die Spannung noch ein bisschen. Hahaha. Ja. Hopp, mach schneller hin. Mach hinne! Hey, Davidska. In der Raffinerie wird Vespin-Gas verarbeitet und in eine Form gebracht, die sie mit ihren WBFs transportieren können. Ach was. Es können zwar mehrere WBFs Vespin aus derselben Raffinerie einsammeln, innerhalb der Raffinerie kann sich jedoch immer nur ein einziges WBF aufhalten. Ein einziges oder ein einziger? Weil eigentlich ist ja ein Mann da drin, also ist er eigentlich ein einziger WBF. Na ja, gut, egal. So, jetzt brauchen wir noch ein Versorgungsdepot. Es fehlen uns schon wieder Mineralien, was geht denn? Ob jetzt weh, macht mal hinne. Muss das Tutorial hier fertig kriegen. Dum, dum, dum. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber die Terraner spiele ich eigentlich am liebsten. Das ist meine Lieblingsrasse. Dann die Protoss und dann die Zerg. Ich bin überhaupt kein Zerg-Freund von StarCraft. Nee, überhaupt nicht. Okay, 100 Vespin-Gas haben wir auch Ball. Ja, jetzt machen wir hinne mit euren Mineralien. Der Vespin-Typi, der ist ja schon bald fertig. Befehle erhalten. Bestätigt. Ja, Befehle. Ja, bestätigt. Befehle erhalten. Befehle, Captain. Der. Ja, Sir? Ach, im Übrigen, wenn man die jetzt mehrmals anklickt. Melde mich zum Dienst. Hört mal genau hin. Eigentlich verstanden, Captain. Ich kann Sie nicht richtig hören. Sie sind wohl nicht von hier, hä? Ich glaub's einfach nicht, dass Sie mich auf den Ding gepackt haben. Und jetzt soll ich jetzt auch noch mal einpacken. Ist aber so. Ich hab dir gesagt, ich hab Platzangst. Ich will hier raus. Pech gehabt. Tja, die riechen aber besser. Ja, wenn man die Einheiten mehrmals anklickt, dann quatschen die immer irgendwie so ein bisschen lustiges Zeug, finde ich. Oh ja, mit denen will ich das auch machen. Ja? Auf alles. Ja? Ja, weiß ich. Ja, mach ich. Ist normal bei mir. Ja, könnte ich gebrauchen. Jetzt geht's rund. Wie wär's mit dem Dosenöffner? Alles fertig. Verstanden. Damit ist die Vorführung zu Ende. Juhu. Auf der Basis Marsara erwartet sie jetzt ein Buffet und auserlesene Getränke. Oh, schön. Da freue ich mich. Da lacht das Herz, wenn es was zu fressen gibt. So, was haben wir? Übersicht. Mhm. 1000 Einheiten, 600 Gebäude. 2278 Punkte. Einheiten produziert 20. 5 Gebäude erbaut. 168 Gas gefördert. 510 Mineralien. Verbraucht 450 davon. Passt. Nicht identifizierte Kreatur. Na, ich überlege, ob ich jetzt noch einen Part mache, soll Ödland Büro des Magistrat. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Hallo. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chausara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft. Und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie geschlossen wird. Während Sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Hier die Wiederholung. Ach Gott, immer wenn man beschäftigt ist. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften, Alpha Squadron.
Schöner Eierkopf. Die Föderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Klar, Eierkopf. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshal aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt zum Ödland zu begleiten. Alles klar. Suchen Sie Rayner, bauen Sie eine Kaserne, bilden Sie 10 Space Marines aus. Eigentlich gar nicht so schwer. Einheiten können Befehle erhalten, ja. Auf alles. Jetzt geht's rund. Ich glaub's einfach nicht, dass sie uns in die Wüste da rausschicken. Die Konföderation denkt echt, die könnte alle Leute einfach so rumschubsen. Los, los, los. Tja, so sind sie, die Konföderierten. Los geht's. So, und wo ist jetzt der Rayner? Wahnsinn. Irgendwo muss er doch rumstehen. Ah, haha. Was bist du denn für einer? Hallo Männer, ich bin Jim Rayner, der Marshal hier. Lasst euch von den dämlichen Konföderierten da hinten nicht an den Karren fahren. Ich würde sagen, denen hat die Hitze ein bisschen das Gehirn gegrillt. Also, wenn ihr soweit seid, dann mal Abmarsch. Hier ist Jimmy. Ah, alles klar. Das könnte gut werden. Yeah, Rayner muss... Oh, zwei Zerglinge. Hopp, mach sie platt. Das könnte gut werden. Juhu. Hört sich gut an. Kommandobasis. Nahrungsdepot. So, jetzt wo sind meine WBFs? Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Befehle erhalten. Ja. Nicht genügend Mineralien. War ja klar. Ja, Sir. Aber irgendwie stehen meine Marines hier. Warum stehst du im Weg rum? Und schaffst nichts. Ja, erstmal die Marines hier mal ein bisschen weg. Die stehen nämlich im Weg. Melde mich zum Dienst. Geht mal da, deine WBFs. Ja, bestätigt hier, bestätigt da. Ja, erstmal speichern. Das machen wir als LP1. So. Speichern ist immer wichtig, muss auch sein. Ohne Speichern nichts los. ja. Verstanden. Ja, die nehmen wir mal mit. Versorgungsdepot. Machst du hier hin? Oh ja, den klicken wir jetzt einmal mehrmals A. Hey. Ja, muss sein. Ja, das sage ich mir auch immer. Ja, der braucht 150. Melde mich zum Dienst. Ja, scheffel du noch ein bisschen Mineralie. Befehle, Captain. So, jetzt können wir die Kaserne bauen, mein Freund. Wenn jetzt so dicht an die Kommandozentral. So, da hingeklatscht und fertig. Noch ein WBF gebastelt. Meine Nase juckt. Ja! Mensch! Ich hab's gehört! Jetzt schreit... Ja, meine Oma ist hier. Jetzt schreit die noch zum Mittagessen. Jetzt kann ich aber jetzt schon wieder Pause machen. Deshalb ziehe ich das jetzt nochmal schnell durch. Na hopp. So, der bastelt hier noch schön fröhlich vor sich hin. Die ist jetzt auch bald fertig. Na komm. Alles fertig. In diesem Gebäude können Infanterieeinheiten wie zum Beispiel Space Marines ausgebildet werden.
Ach was, echt? Verstanden. Meine Herren, mach Sachen. So, jetzt brauchen wir noch ein Versorgungsdepot. Sicher ist sicher. 5 von 10 haben wir schon. 6, 7, 8, 9. Na hopp. Lade, lade, lade. Dum, dum. Ja. Jetzt sind es noch 4. Ach Gott, oh Gott. Alles fertig. Melde mich zum Dienst. Ja, alles fertig. Oh, das Mineralienfeld geht so langsam zur Neige. So, jetzt brauchen wir noch 3. Dum, 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 dum. Ach, schön, wie meine Arbeitsbienen hier das Mineral da in die Kommandozentrale schleppen. Sehr schön. So, 2. Ah, noch mal einer. Mach den WBF da raus. So, die setzen wir mal da hoch, dass ein bisschen optisch so ein bisschen angeglichen ist. Position halten. So, jetzt noch einer. Wieso habe ich jetzt noch einer gemacht? Weil ich es kann. Haben ja genug Nahrung und genug Mineralien. Ja, also merke, Space Marines werden aus Mineralien gemacht. Juhu, 10 von 10. Oh, okay. Victorious. So, Einheiten, Gebäude, Ressourcen, alles gemacht. Das ist schön. 6 Minuten haben wir gebraucht. Produziert, oh, nicht identifizierte Kreaturen, die Garmbrut. 23 zu 18. 5 Gebäude gebaut. Gar nicht schlecht unsere Bilanz.